Nach Gruselallergie, Harald Löckler zurück im Rampenlicht. Er ist wieder da. Glamour-Designer Harald Löckler, 53, musste in den vergangenen Tagen einige Termine absagen. Der Grund für seine Abstinenz vom Rampenlicht war eine schwere allergische Reaktion, die das Gesicht des Unternehmers fast bis zur Unkenntlichkeit anschwellen ließ. Harald musste wegen des Allergieschocks sogar ins Krankenhaus. Inzwischen geht es dem 53-Jährigen zum Glück wieder besser und er darf diese Woche wieder auf den roten Teppich. Der Ort seines Red Carpet Comebacks wird Worms sein, denn dort starten diese Woche die Nibelungen-Festspiele. Das verkündete der Bartträger nun selbst auf seinem Instagram-Account und eine Sache macht der Social-Media-Beitrag deutlich: Der Paradiesvogel hat seinen Humor nicht verloren. Auf das Outfit dürft ihr gespannt sein. Die Presse schreibt: Harald Löckler sorgt für Glamour bei den Festspielen, schrieb der Kunstliebhaber auf der Foto- und Videoplattform. Eine Frage bleibt jedoch nach wie vor ungeklärt: Der Fashion-Experte weiß nicht, wogegen er allergisch ist, denn die Ärzte konnten ihm bisher auch nicht weiterhelfen. Dabei ist es nicht das erste Mal, dass Harald einen allergischen Schock erleiden musste.